Anhängen an Amazon-Angebote. Darum geht es in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischirm & Partner, und in diesem Video geht es darum, was Anhängen an Amazon-Angebote ist und wie man das vermeiden kann. Wie kann man gegen Anhängen an Amazon-Angebote vorgehen und wie sieht ein Vorgehen konkret aus? Was ist überhaupt Anhängen? Amazon vergibt für jedes Produkt eine Identifikationsnummer, die sogenannte ASIN. Wenn man also ein neues Produkt in Amazon listet, bekommt man eine solche ASIN, und wenn ein anderer Wettbewerber oder ein anderer Anbieter ein identisches, und wichtig ist hier identisches, Produkt anbieten kann oder möchte, dann kann er sich dieser ASIN bedienen und sich sozusagen an dieses Angebot anhängen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass für dasselbe Angebot dann mehrere Anbieter gelistet sind. Für Markenanbieter und insbesondere die ganze Private Label Community ist das ganz schön nervig, denn wenn man sich erstmal mühsam eine eigene Marke aufgebaut hat, will man natürlich vermeiden, dass sich andere an diese Marke anhängen. Kann man gegen das Anhängen aus Urheberrecht vorgehen? Da gibt es schon viele Urteile von Landgerichten und Oberlandesgerichten sogar, die eigentlich alle davon ausgehen, dass ein Eingriff in das Urheberrecht in der Regel ausscheidet. Allerdings kann man gegen das Anhängen relativ gut aus einer eingetragenen Marke, aus Wettbewerbsrecht oder auch einem Unternehmenskennzeichen vorgehen. Wenn nämlich nicht exakt dasselbe identische Produkt von demselben Hersteller angeboten wird, dann kann dies einen Eingriff in das Markengesetz oder das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, bedeuten. Amazon zeigt nämlich unter den Produktüberschriften eine sogenannte Fontzeile an, wo der Hersteller angegeben wird. Wenn man sich jetzt eine eigene Marke aufgebaut hat, dann tritt man bei Amazon als Hersteller auf und wird dort unter seinem Namen gelistet. Wenn man sich also beispielsweise eine Marke Marimba für Autoartikel gesichert hat und darunter auftritt, dann wird man eben in dieser Fontzeile als Marimba unter der Produktüberschrift gelistet. Und wenn sich jetzt ein Wettbewerber an dieses Angebot anhängt und eben nicht von Ihnen als Hersteller die Ware bezieht oder eben kein genau identisches Produkt, nämlich auch mit dieser Markenbezeichnung, anbietet, dann ist das ein Verstoß gegen die Amazon-Richtlinien und vor allen Dingen auch eine Markenverletzung, weil dann ja dieser andere Wettbewerber unter Marimba als Hersteller mit anbietet und eben gar nicht der Hersteller ist. Man kann aber im Prinzip auch aus dem Unternehmenskennzeichen vorgehen. Wenn ich also eine Marimba GmbH gegründet habe, aber noch keine Marke eingetragen habe, das zum Beispiel versäumt habe, dann kann ich trotzdem gegen diese anderen Angebote, die sich an das eigene Angebot anhängen, vorgehen. Und zwar aus dem Unternehmenskennzeichen. Das ist etwas schwieriger nachzuweisen. Aber es geht in der Praxis trotzdem. Man muss dann eben zeigen, dass man unter einer bestimmten Bezeichnung möglichst deutschlandweit eben zum Beispiel Autoartikel angeboten hat und auch Umsatz erzielt hat. Man muss dann in der Regel Rechnungen vorlegen, eben möglichst aus dem gesamten Bundesgebiet, oder auch Angebote vorlegen. Man muss generell klar machen, dass man unter einer bestimmten Bezeichnung für bestimmte Waren eben dieses Kennzeichen, dieses Unternehmenskennzeichen erworben hat. In der Beweisführung ist es also etwas aufwendiger, aus einem Unternehmenskennzeichen vorzugehen. Deswegen ist eben eine eingetragene Marke so praktisch. Aber im Prinzip geht das auch. Man kann auch aus unlauterem Wettbewerb vorgehen. Wenn sich nämlich jemand an das Angebot anhängt und tatsächlich gar nicht der Hersteller ist, dann kann das eine Täuschung über die betriebliche Herkunft bedeuten. Und die Täuschung über die betriebliche Herkunft kann eben einen Verstoß gegen das UWG bedeuten. Schließlich könnten die Kunden denken, dass das Produkt des Wettbewerbers von Ihnen hergestellt wurde, obwohl das eben gar nicht so ist. Wie können Sie nun konkret gegen das Anhängen vorgehen? Da muss ich Ihnen dringend empfehlen, dass das ein Patentanwalt oder ein Rechtsanwalt Ihres Vertrauens tut. Bei diesem konkreten Vorgehen gegen die Wettbewerber kann man sehr viele Fehler machen, die sehr teuer werden können. Und deshalb bitte die Hilfe von Patentanwälten oder Rechtsanwälten in Anspruch nehmen. Das ist gar keine Eigenwerbung für mich. Es gibt ja auch viele Wettbewerber von mir, die bestimmt genauso gut sind wie ich. Aber da wirklich lieber Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann Amazon auch eine Schutzrechtsverletzung melden. Dann wird eben das fremde Angebot gesperrt. Das geht am besten in einem Online-Formular. Einen Link habe ich hier unter dieses Video gepackt. Und dort kann man im Prinzip auch selbst angeben, welche eingetragene Marke man hat und welches Angebot gegen diese Marke verstößt.
Wenn das nicht reicht oder nicht hilft, dann mahnt man den Wettbewerber am besten ab. Bei einer Abmahnung kann man verschiedene Ansprüche geltend machen. Einmal natürlich kann man die Unterlassung verlangen, also dass derjenige aufhört, dieses Angebot anzubieten. Dann kann man den Gewinn herausverlangen oder eine angemessene Lizenz verlangen. Das sind die üblichen Schadensersatzberechnungen. Dann kann man noch verlangen, dass er die Kosten des Anwalts erstattet. Und man kann auch Auskunft, Informationen verlangen. Das heißt, man kann genau Auskunft darüber verlangen, an welche gewerblichen Abnehmer er vertrieben hat und in welchen Stückzahlen, welche Umsätze er erzielt hat und so weiter. Zusätzlich können Sie auch noch weitere Ansprüche geltend machen, die aber in der Praxis relativ selten vorkommen. Der BGH hat gerade entschieden, dass von dem Unterlassungsanspruch auch automatisch der Anspruch auf Rückruf mit umfasst ist. Wenn also sich jemand verpflichtet zu unterlassen, dann ist er im Prinzip auch verpflichtet, jedenfalls von den gewerblichen Abnehmern, die Ware zurückzurufen. Außerdem gibt es noch einen Anspruch auf Vernichtung, auch den könnte man durchsetzen, kommt aber in der Praxis relativ selten vor. Abgesehen von der Abmahnung kann man die Unterlassungsansprüche auch mit Hilfe einer sogenannten einstweiligen Verfügung geltend machen. Das hat den Vorteil, dass der Gegner vom Gericht gar nicht gehört wird, sondern ohne den Gegner in der Regel entschieden wird, dass dieses Angebot unterlassen werden muss vom Gericht. Der entscheidende Nachteil ist, dass wenn dieser Anspruch ungerechtfertigt ist, dass man dann erheblichen Schadensersatzforderungen ausgesetzt sein kann. Also aus meiner Erfahrung heraus ist die einstweilige Verfügung eher die Ausnahme, in der Regel mahnt man ab. Außerdem kann man auch eine sogenannte Berechtigungsanfrage verschicken. Das ist, sagen wir mal, der höfliche kleine Bruder der Abmahnung. Man schickt also an den Gegner einfach ein Schreiben, weiß ich, wir vertreten die Marimba GmbH in Angelegenheit des gewerblichen Rechtsschutzes. Die hat die Marke Marimba. Sie haben eben dieses Angebot unter Marimba angeboten, obwohl sie gar nicht dazu berechtigt sind. Teilen Sie aus unserer Sicht nicht berechtigt sind, teilen Sie uns doch bitte bis Frist 2 Wochen mit, warum Sie sich berechtigt fühlen. Und dann darf man hier allerdings keinerlei gerichtliche Schritte androhen, denn sonst gilt das gleich wieder als Abmahnung. Und in der Regel, also wenn der andere blauäugig gehandelt hat und sich gar nicht so des Unrechts bewusst war, wird er auch ziemlich schnell darauf reagieren, wenn das auf dem Anwaltsbriefkopf ist, und sein Angebot rausnehmen. Es kann allerdings sein, dass er sich totlacht und dass dann vielleicht die Abmahnung das richtige Mittel zur Wahl gewesen wäre. Ich hoffe, dass ich Ihnen erklären konnte, was Anhängen an ein Amazon-Angebot ist und wie man dagegen vorgehen kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video raus. Wenn Sie dieses Video gut gefunden haben, dann klicken Sie doch auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.